Und jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich nicht ein neues Leben beginne, nachdem das mit dem Frosch passiert ist. Ja, wie gesagt, es kann jedem passieren und ich habe jetzt ein, das Gewissen ist ganz dramatisch jetzt bei mir. Mir geht es ganz schlecht damit. Aber vorgestern habe ich es gesehen im Fernsehen, ich kann locker ein neues Leben anfangen. Und ich weiß auch, was ich werden möchte, wenn es irgendwann überhaupt nicht mehr klappt, wenn ich noch mehr Frösche anbissle oder was weiß ich. Ich habe einen neuen Berufswunsch, das ist der Hammer. Und zwar, ich wäre gern Antiquitätengutachter bei Kunst und Krempel. Kennt ihr sie nicht? Kennt ihr? Ich habe die vorgestern gesehen, es ist jetzt kein Witz. Und ohne Schmarrn, aber wirklich, wenn ich gar nichts weiß, aber nach 5 Mass sage ich dasselbe wie der Gutachter da letztens. Da kam eine Frau an mit einer alten Flasche, da schön verziert und so. Und das ist echt kein Schmarrn. Wortlaut. Die kam da an und dann gibt die Flasche und schaut da so halbe Minuten lang und dreht und schaut da von unten, von oben rein und dann stellt er so den Kopf und sagt er, ja, das ist eine sehr alte Flasche. Und dann dreht er es nochmal und jetzt kommt der echte Hammer. Das hat er wirklich gesagt. Er hat gesagt so, ich glaube, die Flasche wurde für den Zweck gemacht, dass sie benutzt wird. Kein Witz jetzt. Für was mache ich sonst eine Flasche? Aber ich fand das genial, habe mir gedacht, das ist eigentlich was. Das ist echt cool. Das Schlimme ist bloß, stell mir das vor, weil ich kriege dann immer die ganzen Deppen. Also bei mir ist dann so, dass dann nicht nur die Gutachter verwirrt, dass das Ganze, die Leute, die zu einem kommen, sind dann auch verwirrt. Da kommt dann bestimmt der Spaßbayer, jeder kennt ihn, der schon, das siehst du noch gar nicht, dann lacht er schon, haha, weil er sich so auf seinen Gag freut, den er jetzt gleich macht. Und dann kommt er so zu mir, angewackelt, das habe ich so ein Bild im Kopf. Und frage ihn, was er so hergeben mag, dann wird er bestimmt sagen, ja, was ganz was Altes. So, ja, was denn? Ah, bei euch! Ja, ihr kennt solche Leute, gell? Und, ja, geh mal her, komm, jetzt geh! Ja, brav, komm, trau dich her, komm, jetzt! Ja, brav, da ist gut, ja, super! Und dann wird er mich fragen, ich möchte gerne wissen, für welchen Zweck ist die gemacht worden? Und was krieg ich für die noch? Und ja, und da drehe ich durch. Also das ist auch kein Job für mich, habe ich schon gemerkt, aber wir werden eh alle irgendwann verschnalzt. Das habe ich mir bei Kunst und Krempel gedacht. Nicht nur die Frauen, nicht nur die Alten, sondern wir werden alle irgendwann verschnalzt von unseren Enkel und Urenkel. Und weil ich mir was Schönes vorstelle, wenn ich mal alt bin, habe ich ein Lied darüber gemacht. So im Anschluss an Kunst und Krempel gleich ein Lied gemacht. Und was ich mir eigentlich wünsche, wenn ich alt bin.